Hallo und herzlich willkommen bei Uetersen TV. Heute geht es um Stolpersteine, die an die Zeit des Nationalsozialismus erinnern. Sie gedenken an die Menschen, die in dieser Zeit verfolgt und ermordet wurden. Verfolgt wurden Juden, Homosexuelle, die Zeugen Jehovas und politische Gegner. So ein Stolperstein wurde zu Ehren der Personen gelegt, die von den Nationalsozialisten umgebracht wurden. Ich sitze jetzt neben Herrn Vogt. Welcher Stein war denn der erste und warum? Der erste Stein ist verlegt worden für Hans Britten. Hans Britten war gewählter Ratsvertreter für die KPD und konnte sein Mandat nicht annehmen und oder nicht antreten, weil die Nazis zuerst die Mandate der KPD annulliert haben. Liegt der Stein denn immer noch wegen den Bauarbeiten dort? Ja, das Haus Lohe 44 ist zwar abgerissen und dem Aldi-Neubau zum Opfer gefallen, aber der Stein liegt nach wie vor der ehemaligen Hausnummer 44. Wir werden da noch eine Tafel anbringen müssen und auf das abgerissene Gebäude noch hinweisen müssen. Ich hoffe, Sie wissen jetzt ein bisschen mehr über die Stolpersteine in Uetersen. Tschüss und bis bald.